Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Pro Street. Ich hoffe, dass die Lautstärke jetzt ein bisschen besser ist von der Musik her, weil die war eben nicht zu hören. Wir haben knapp 40% des Spiels abgeschlossen. Habe ich eben mal nachgeguckt. Okay, schauen wir mal. Wir fangen direkt hier erstmal richtig an. Mir ist noch ein bisschen schlecht gerade. Ich habe gerade gefrühstückt. Ist noch der gleiche Tag wie eben gerade. Also wie der letzte Part. Ich nehme jetzt hier gleich zwei Parts hintereinander auf. Und wie gesagt, ich habe gerade noch gegessen. Schönes Müsli reingefrühstückt. Beziehungsweise kein Müsli, sondern hier so Schokobits. Milch-Schokobits, keine Nougat-Bits. Ich finde Nougat-Bits nämlich gar nicht mal so geil. Also ein paar schöne Milch-Schokobits, Alter. Das war lecker Schmecker Kuchenbäcker, Alter. Geiles Lied, ich hoffe, ihr hört das. Sonst muss ich es gleich nochmal lauter machen. Na, ich habe so das Gefühl, dass die Musik aktuell deutlich zu kurz kommt. Also deutlich zu leise ist. So, drei Runden leider. Leider drei Runden, weil dauert dann immer so lange und ist halt echt nicht interessanter als zwei Runden zu fahren. Ich wundere gerade, dass die vordere Gruppe so schnell ist, sonst habe ich die ja immer schon in der ersten Kurve eingeholt. Oh fuck! Schnell weg hier. Erinnere mich sehr an die erste Rennstrecke, die wir gefahren sind, mit dem Golf damals noch. Also sehr krass. Muss ich sagen. Ich habe auch noch nicht so ganz die Anordnung von den Autos verstanden, die die im Autohändler haben. Ich hätte es sinnvoller gefunden, wenn man die nach Klasse sortiert hätte. Nein, nicht nach Klasse, nach... wie heißt denn das jetzt? Nach Power sortiert hätte. Also nach dem, welches Level die quasi sind. Denn... Oh, da hat es einen zerschossen von meinen Kontrahenten. Die hat sich wahrscheinlich überschlagen einfach. Ja, also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum der Golf R32 der letzte in der Reihe ist. Obwohl der Golf das Anfangsfahrzeug ist. Der R32 ist jetzt nicht wirklich so krass. Er hat kaum Leistung. Übrigens auch ansonsten kein schönes Auto. Ich habe gestern noch etwas sehr Unterhaltsames gesehen, was ich nochmal bereden könnte, denn es hat primär mit Autos zu tun. Ich weiß nicht genau, wer von euch sich so ein bisschen in der deutschen YouTuber-Tuning-Szene unterwegs ist. Auf jeden Fall sollte Philipp Kess eigentlich jedem ein Name sein, also Arlos Racing. Mit seiner wunderschönen RS4 B5 Limo. Rip Limo 1.0, by the way. Sein Kameramann fährt einen Golf 7 GTD. Beziehungsweise jetzt nicht mehr, denn die wollten Tuning an dem Auto betreiben. Und was ist das Erste, was man beim Diesel-Tuning macht? Richtig, man baut erstmal einen Benziner ein. Da dachte ich mir dann auch so, wait, what? Denn ein paar Tage vorher kam von René noch, also von dem Kameramann, noch das Gemecker, dass JP, der hatte ja auch mal einen Golf 4 als 1.9 TDI-Projekt gemacht und das hat er leider nie beendet. Oder er hat es beendet, indem er es halt jetzt einfach den Motor verkauft hat und die Karosse behalten, da jetzt ein anderer Motor rein soll. Wo ich mich auch geärgert habe, weil ich mir so dachte, oh, aber Diesel-Tuning ist halt, das zeigen halt nicht so viele Leute. Das ist halt viel interessanter, meiner Meinung nach. Aber auf jeden Fall hatte ich mich schon so auf 2 Liter TDI-Tuning bei denen gefreut und dann hieß es halt, ja, wir bauen jetzt erstmal einen Golf R-Motor ein. Und ich so dachte, aber warum? Ist halt mega blöd, ne? Weil alle hatten sich, glaube ich, auf Diesel-Tuning gefreut. Die Kommentare darunter waren auch echt negativ. Also echt, echt negativ. Die waren alle eher so, ja, aber was ist denn mit Diesel-Tuning? Und das ist doch scheiße und so. Also alle negativ tatsächlich. Ja. Und ich kann es sehr gut verstehen, weil erst meckern, dass ein anderer sein Diesel-Tuning-Projekt nicht zu Ende macht und dann selber in sein Diesel-Tuning-Projekt gar nicht erst richtig anfangen. Weiß ich nicht. War uncool.
Okay, wie auch immer. Also, das Lenken mit diesem Auto ist halt wirklich scheiße. Möchte ich mal kurz bemerken, ne? Also, man kann nicht lenken. Du fährst halt einfach auf den Hinterrädern. Ja, ja, los, mach. Ja, gab auf jeden Fall einen riesen Aufschrei unter den Kommentaren. Kann ich gut nachvollziehen. Bisschen schade, aber was soll's. Eieiei. Wir versuchen das hier jetzt nochmal. So, nur ein Wahnsinns-Burnout. Wieso auch immer wir nur einen Wahnsinns-Burnout geschafft haben. Man kann sogar noch ein zweites Mal boosten, habe ich gerade festgestellt. 396 Klamotten. Eben hatten wir nur 364 drauf, waren aber trotzdem schneller. Interessant. Aber ich muss halt am Anfang, jetzt muss ich nicht lenken, glaube ich. Weil ich ja auf der linken Seite starte, hoffe ich. Ich finde es gut, dass die Alte da vorne noch die ganze Zeit mit erhobenen Armen steht. So nach dem Motto, ja komm, ihr könnt gleich anfangen. Maximum Grab. F24, also wir hatten eben schon mal eine 1101 und ich habe nichts mehr geändert. Aber mit 403 km/h. Wie haben wir denn eben eine 1101 mit 364 hingekriegt? Ich bin verwirrt. Aber egal. Ich versuche mal so früh zu boosten wie möglich, also wahrscheinlich sogar noch in der 1. Denn dann haben wir früher nochmal einen zweiten Boost ready. So. Das war die schlechteste Zeit und wahrscheinlich die höchste Geschwindigkeit. Ja, 404. Also wenn es bei einer halben Meile wie bei uns in Deutschland, glaube ich zumindest, üblich auf Geschwindigkeit ankommen würde, wäre es besser. Aber lief, ne? Ich weiß gar nicht, ob zu 100% auch jeder Streckenrekord gehört. Dann machen wir nämlich nicht 100%. Denn den einen Streckenrekord mit dem M3 kriege ich nicht hin. Zeitfahrt, das schaffe ich einfach nicht. Schickes Auto. Wer auch immer mit dem Ford GT Drift fährt. Aber egal. Legen wir mal los hier mit dem kleinen Drift. Toller Drift, ja danke. Schön gecrashed, aber da waren wir schon im Ziel, also zählt das nicht. Auch immer wieder gut. Von daher können wir das auch gleich nochmal machen. Aktuell wird es immer schwieriger, Namen für die Parts hier zu finden, weil wir halt immer nur das gleiche machen. Ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Denn wir machen halt wirklich immer nur das gleiche, ne? Wieso auch immer das gerade keine Punkte mehr gegeben hat? Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ein bisschen langweilig, immer nur das gleiche. Ich muss sagen, bis jetzt hat mir vom Abwechslungsgehalt her... Ich würde mich nicht entscheiden wollen zwischen Underground 2 und Heat. Was ich vom Abwechslungsgehalt her am besten fand. Denn Heat war auch fucking abwechslungsreich. Schön, nochmal 3600 Punkte gemacht. Sehr, sehr schön. Boah, 8600 Punkte, kann man mit zufrieden sein, würde ich sagen. 13k gemacht. Ja, nochmal 5. Jetzt machen wir erstmal eine Speed-Challenge mit unserem Murcielago, falls er so ausgesprochen wird. Ich habe übrigens eben, weil ich gerade den Titel von dem Lied sehe, ein lustiges Video angeguckt, in dem es um die Kartengröße von Spielen ging.
Es gibt echt Spiele, die große Karten haben, würde ich sagen. Minecraft ist nur das Spiel mit der zweitgrößten Karte in diesem Video gewesen. Da habe ich auch schon ganz schön blöd geguckt, ey. Muss ich sagen. Weil ich dachte, Minecraft ist schon groß, aber nein. Ein Spiel, wo ich überhaupt nicht dran gedacht habe, aber es ist logischerweise deutlich größer, hat den ersten Platz gemacht. Ihr könnt ja mal guessen, welches Spiel das war. Da kam ich übrigens nicht mehr aus dem Dreck raus. Geld. Und Skyrim war tatsächlich unter Oblivion. Aber ich glaube, bei Skyrim liegt das nur daran, dass die Dungeons noch ziemlich groß sind, die nicht mit auf die Karte gewertet werden. Meine ich. Auf jeden Fall gab es sehr viele interessante Größen an Karten. The Elder Scrolls 3 war deutlich größer als Oblivion und Skyrim. Das hat mich auch schon gewundert. Das wusste ich nämlich nicht. Oh shit. Okay, ich kann da nicht Vollgas rüberfahren. Merke. Ich brauche deutlich mehr Downforce an dieser Kiste hier. Vielleicht muss ich doch noch das hässliche Bodykit drauf husten. Und eine Motorhaube oder so. Wobei ich das alles nicht so optisch gut finde, ey. Ich komme übrigens kaum aus diesem Dreck wieder raus. Okay. Wenn ich da hinten bin, muss ich einmal kurz anbremsen. Ja, das war schon deutlich besser. Dieses Rennen wäre vielleicht doch wieder mit Fahrhilfe besser gewesen. Oh shit! Das war close. Ich kann natürlich gerade nicht auf die Geschwindigkeit achten, wie schnell wir fahren. Ja, wir sind schnell. Junge, der Typ ist aber echt direkt nah hinter uns, muss ich sagen. Oh, einer hat einen Totalschaden. Also, das habe ich ja eben nicht mal geschafft, als ich so frontal in so einen scheiß Baum reingefahren bin. Wie auch immer man das schafft. Nee! Einmal voll durch den Dreck gefahren. Ja, das war's. Alter. Na, den kriege ich nicht mehr. Schade. Könnte punktetechnisch trotzdem tatsächlich noch reichen. Aber nicht erster ist schon scheiße. Alter. 2 Sekunden langsamer als der fast. Aber trotzdem halt noch, ne? In Ordnung. Die Konkurrenz bei den Super Promotion Event ist verdammt. Zweiter, ey. Und wir haben den Wagen nicht mal kaputt gefahren. Das mache ich gleich wahrscheinlich nochmal. Jetzt machen wir aber erstmal einen Topspeed-Lauf. Aber ich muss sagen, die Kiste ist echt nicht so einfach zu kontrollieren. Ich brauche echt einen neuen Stuhl, Alter. Wir haben sogar die meiste Leistung. Aber wir brauchen deutlich mehr Downforce. Was auch immer ein Golf GTI hier will. Oder was ein R? 32. Alter, da musst du mich gerade fast übergeben. Let's go. Diesem schönen kleinen Lamborghini. Bei diesem Rennen sieht es jetzt für mich aus, als ob mehr Leistung... Alter! Kinder, verpisst euch! Ich kann halt echt nicht so fein lenken, um an denen einfach entspannt vorbeizufahren, muss ich kurz mal sagen. Das war sehr schlecht, da sind wir fast sogar letzter. Aber da sind wir halt wieder kurz vorher geflogen und ich habe komplett die Kontrolle verloren, leider. Schön mit 360 da durchgehustet. Totalschaden. RIP. Und da stand sogar noch einer im Totalschaden. Ich glaube, die beiden haben jetzt auch. Ja, auf jeden Fall er.
Richtig zerflext den Jungen. Und der auch? Nee, der hat's geschafft. Also ist echt schwer, mit diesem Kack-Controller auf der Spur zu bleiben. Beziehungsweise der Controller ist ja geil. Das ist halt ein Xbox One Controller, zweite Generation, glaube ich. Aber es ist halt trotzdem echt schwer, mit dem Ding halbwegs geradeaus zu fahren in diesem Spiel hier, was an diesem Spiel hier liegt. Ich würde behaupten, dass bei Most Wanted deutlich besser das Fahrfeeling war. Und auch bei Underground 2 gefühlt. Also bei jedem bisher. Was aber auch an der Geschwindigkeit liegen kann. Wir müssen auf jeden Fall wieder vor dem ersten Checkpoint bremsen, weil sonst fliegen wir da wieder durch die Luft und die kommen da mit 360 halt einfach runter. Mit was sind wir gerade gefahren? Ich glaube, weil ich, ja, durch das scheiß Schild bin ich nochmal 50 km/h gebremst worden, Alter. Okay, das ist ungeil. Komm, ganz feinfühlig mit dem Controllerfisch. 366. Und hier sind wir eben gecrashed. Und hier crashen wir wieder. Ich komme da nicht weg. Ich hätte natürlich noch ganz... Ja, fliegen wir erstmal durch die Luft. Ich kann natürlich krass nach links lenken, so, aber dann verliere ich halt nach links die Kontrolle. Das Auto zieht einfach so stark nach rechts, dass ich die ganze Zeit ein bisschen gegenlenken muss. Und wenn ich nur ein bisschen zu viel... wenn ich nur ein bisschen zu viel gegenlenke, dann fliegt die Kiste halt komplett nach links weg. Was auch absolut scheiße ist, logischerweise. Also das Rennen an sich ist nicht schwer, aber durch die Umstände von Pro Street ist es halt schwer. Ah, es fuckt mich ein bisschen ab, Alter. Ziemlich dumm. Wir müssen einfach relativ schnell nach vorne kommen, dass die ganzen anderen Fahrzeuge uns auf jeden Fall schon mal nicht blockieren. Das ist übrigens ganz wenig, also das ist, ich bewege meinen Daumen kaum, was ich hier lenke gerade, ne? Manchmal fahre ich auch einfach frontal gegen den Baum. Was war das denn jetzt gerade, Alter? Ja, ja. Meine Fresse! Wir haben ja noch ein paar Totalschadengutscheine. Ist ja erst der dritte, den wir dieses Rennen einsetzen. Und diese Startaufstellung jedes Mal wieder zu sehen, ist ja auch ganz toll. Junge, Junge, Junge. Ja, man könnte den Controller mit Sicherheit irgendwie konfigurieren, aber ich habe gar keine Lust, jetzt noch 12 Tage damit zu verbringen, rauszusuchen, wie man diesen Controller konfiguriert für dieses Spiel. Ich mag Spiele ganz gerne, die man einfach spielen kann, die schon gut sind. Ich hasse auch Modding. Ich meine, ich liebe Modding auf der einen Seite, weil es halt super neue Möglichkeiten gibt für ein Spiel, das man schon 100% gespielt hat zum Beispiel. Aber ich hasse Modding gleichzeitig, weil das ist übrigens jetzt zu viel gelenkt gewesen, nur mal so nebenbei. Alter! Also, no joke, übel zum Kotzen. Vielleicht könnte man das sogar irgendwie ein bisschen ausgleichen, indem man irgendwas mit Vorspuren so einstellt, aber da habe ich halt zu wenig Ahnung von. Und ich habe keine Lust, da irgendwie 4 Stunden lang rumzuprobieren, bis ich irgendwas habe, was funktioniert. Ne? Da ist ja auch immer so ein bisschen Zeit die Frage. So, ich brauche jetzt schon echt... Also wir haben jetzt übrigens gleich Part voll und wir machen auf jeden Fall noch den Renntag hier zu Ende. Das heißt, der Part wird ein bisschen überzogen sein. Ich bin niemandem böse, wenn er diese Scheiße hier übersprungen hat, weil es halt einfach so langweilig ist. Das Spiel erwartet, dass wir deutlich schneller sind, wie ihr seht. Gerade am Anfang. Ich versuche jetzt einfach mal straight hinter denen zu bleiben und nicht zu überholen, weil dieses... Überholen... Also, es mag auch an mir liegen, ja? Aber es ist echt extrem zum Kotzen. Also bisher hatte ich mit keinem Rennen hier solche Probleme. Möchte ich mal kurz anmerken, ne? Ich könnte jetzt auch kurz einfach auf Pause drücken, noch 14 Mal diese Scheiße hier mit dem Totalschaden machen und euch dann erst wieder zuhören, wenn ich es geschafft habe. Aber dann kann ich es halt auch einfach gleich nicht spielen. Wenn ich nicht jedes Mal 10 Minuten lang dieses scheiß Autos zeigen würde, ne?
Und das hier nicht jedes Mal 10 Minuten dauern würde. Ich glaube, wenn wir vorne fahren würden, hätte ich deutlich weniger Probleme, weil ich nicht so viel mit den anderen Autos zu kämpfen hätte. Ja, ich könnte warten, aber dann schaffe ich die Zeit nicht, die geforderte. Ich versuche jetzt mal mit sehr feinen Lenkmanövern. Alter, man darf hier echt nicht ein Gramm zu viel lenken, ey. Dann ist sofort alles im Arsch, ey. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie fein ich hier diesen Controller bewegen muss. Weil sonst passiert sowas hier. Und dann passiert sowas hier. Alter! Ey, no joke, ne? Übel zum Kotzen. Also, das ist das schlimmste Rennen in Need for Speed Pro Street bis jetzt. Muss ich mal kurz sagen. Also, boah, ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr das zum Kotzen ist gerade. Vielleicht habe ich den Part geschnitten. Vielleicht habe ich den Part geschnitten. Ich weiß nicht genau, ob ich hier schon boosten soll, damit ich einmal vor dem bin. Aber ich glaube, es bringt einfach nichts, hier schon zu boosten. Ich fahre mal so. Vielleicht kriege ich so bessere Kontrolle. Er lenkt gerade tatsächlich gar nicht so schlimm nach rechts wie sonst. Ich weiß nur nicht, ob das besser oder schlechter ist. Ich glaube, das ist sogar besser. Junge, vor allem, es geht ja nicht mehr darum, Erster zu werden, es geht darum, ins Ziel zu kommen, ne? Also ich war ja bis jetzt nicht mal im Ziel, ey. Oh, shit! Da hat es zwei weggefetzt. Da werde ich nicht Erster bleiben. Doch, werde ich. Okay, cool. Dass ich da überhaupt nach rechts oben geguckt habe, war schon dumm. Ich habe keine Karte gerade mehr drin. Also weiß ich nicht, wie viele Checkpoints... Also es sind noch drei Checkpoints, das sehe ich. Aber ich kann nicht sehen, wo der nächste ist. Und ob da noch eine Kurve vorkommt. Und weg. Oh, shit! Okay, diese Perspektive ist auf jeden Fall deutlich besser zu fahren. Möchte ich mal kurz anmerken. Weil man ein deutlich besseres Gefühl für die Geschwindigkeit kriegt. Totalschaden? Nein, nicht mal. Okay. Top. Hinter uns dürfte eigentlich keiner mehr kommen. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch ganz entspannt den letzten Checkpoint durchfahren. Die müssen den eigentlich schon durchfahren haben und haben trotzdem nicht schneller als wir. Doch, die haben den noch nicht durchfahren. Ja. Okay. Alter. Junge. Nicht kaputt fahren jetzt. Nicht kaputt fahren, Fisch. Nicht kaputt fahren. Fick auf Zeit. Fick auf Zeit. 20 Sekunden, okay. Junge, als wir das eine Mal richtig aufs Feld geflogen sind, dachte ich schon, gut, das war's. Das schaffen wir nicht mehr. Ja, kein Streckenrekord, ist in Ordnung. Ist wirklich in Ordnung. Gut, wir müssen noch einen Topspeedlauf und einen Sektor-Shoutout fahren, okay. Es wird ein 30-Minuten-Part mindestens. Cool, nicht. Alter, das war scheiße. Ich habe richtig Kopfschmerzen gekriegt, weil es echt keinen Spaß gemacht hat. Ich lenke übrigens nicht. Also ich habe bis jetzt nicht gelenkt, möchte ich mal kurz anmerken. Oh Gott, ein Sektor-Shoutout. Ja, warte mal. Also erstmal Totalschaden. Junge, Alter, nach so einem Speedrennen dann wieder sowas hier zu fahren, übertrieben kacke, möchte ich anmerken. Und wir müssen die KI wieder runterstellen. Bei Sektor-Shoutouts würde das sonst nichts.
muss ich auch noch mal kurz sagen. Wir hauen gerade ganz schön viele von unseren Gutscheinen durch, muss ich auch mal kurz bemerken, ne? Man kann in diesen Screens übrigens nicht die Optionen öffnen. Was ich auch ein bisschen befremdlich finde, sein Auspuff schleift einfach schon auf den Boden. Stellen wir auf Racer runter. Denn dann fahren die nicht ganz so übertrieben krass. Bei Sektor Shadows ist das Einzige, wo ich Probleme habe damit, dass die so fahren, wie sie fahren. ...263 Punkte und wir haben erstmal fast einen Totalschaden hingelegt. Okay, da hat einer schon mal einen Totalschaden. Nämlich der erste. Hat sich hier erstmal schön überschlagen. 364 Punkte, okay. Es ist ein irrer Unterschied übrigens zwischen King und Racer. Was? Achso, scheiße, ich war ja eben auch schon da hinter denen, ne? Gut, dann bin ich jetzt aber vor denen. Gut. Also der vor uns ist nicht gut, aber ist in Ordnung. Oder ich baue erstmal einen Totalschaden. Gut, das war absolut meine Schuld und dumm. Ne? Ganz klar gesprochen, ich mache auch Fehler. Und zwar nicht gerade wenig. Junge, das ist der Part der Totalschäden, Alter. Wenn es auch nicht jedes Mal so lange dauern würde. Alter. Ich bin gerade auch echt nicht mehr an dieses Auto hier. Also ich kann das gerade echt nicht mehr fahren. Ich finde es gut, dass ein Auspuff im Boden steckt schon. Das ist übrigens alles nicht gelenkt gerade, ne? Bis jetzt. ...273... Die Kurve, das ist übrigens zum Kotzen. Und wieso ist meine Karte aus? Achso, ich habe die ausgemacht versehentlich. 335... Aber mit 396 Punkten durch. Würde ich sagen. So, 352, machen wir mit 372 Punkten. Schön hier erstmal komplett über den Schotter gefahren. Scheiße! Da wollte ich zu viel. ...370 Punkte, schön. Ist ja in drei Runden rein, das heißt, wir müssen noch nicht boosten. Ich finde es extrem, wie viele Totalschädenstellen es jetzt gibt, wo man sich einfach überschlagen kann, ganz einfach. Also, wir hatten bis jetzt ja echt wenig Totalschäden, 372, by the way. Ich glaube, wir haben jetzt einen einzigen Punkt nicht gemacht, richtig? Oh, shit. Okay. Komm, klar. Nein, um 4 Punkte, ey. Das war ärgerlich. Er macht zweimal nass. Und den kriege ich auch nicht. Scheiße. Glaube ich. Nee, ach, am Arsch krieg ich den nicht, Alter. Scheiße. Okay, 3 Checkpoints nicht gekriegt. Aber trotzdem. Passable Punkte, knapp 4. Junge, ey, das war nicht gut heute. Also heute... schlimmste Part seit Jahren. Oder seit Wochen. Danke. Ja, dann jetzt nochmal ein Topspeed-Lauf. Ich hoffe, nicht komplett zum Kotzen. Ich hoffe wirklich nicht, dass der
wieder so scheiße wird. Auf jeden Fall ein langer Part heute. Über 30 Minuten. Wahrscheinlich so 33. Ja komm mal jetzt weg, die scheiß Cutscene hier. Das nervt mich mit am meisten. Das und dass man hier so lange warten muss. Schalt doch wieder selbstständig. Ich habe doch nur den ersten geschaltet, aus Spaß. Oh, Alter, 10 Kontrollpunkte und viele Kurven. Muss ich anmerken. Und ein langes Rennen scheinbar. Da ist gerade irgendwer ausgeschieden und wir haben schweren Schaden. Ach, jetzt kommt das auch. Wow. Hat nur 20 Minuten gedauert. Ja, war nicht ganz so schlimm wie das eben gerade auf jeden Fall. Bis jetzt. Gut, hier haben wir einfach mal fast geparkt. Ich komme auch nicht von dem Sand gerade runter, danke. Ich glaube, hier ist gerade ein extremer Nachteil, dass wir so beschädigt sind. Das Auto gerade gar nicht mehr gut fährt. Und deutlich mehr Anpressdruck einfach auf dem Auto hier. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann nochmal deutlich besser fahren würde. Junge, das war schon wieder ganz kurz vor Wegfliegen. Wir sind einfach nicht mal bei der Hälfte des Rennens, ey. Wir können ja gerade wirklich nicht schnell fahren. Und wir sind trotzdem mit weitem Abstand Erster. Ich habe ja auch wieder die Schwierigkeit runtergestellt. Das heißt, er bremst jetzt zwischendurch mal mit an. Hat mich eben auch schon einmal richtig gestört. Das ist aber die gleiche Strecke im Prinzip wie die, die wir eben gefahren sind. Ich glaube, die ist nur ein bisschen, also ein bisschen mehr Vorlauf und ein bisschen mehr nach dem Ziel quasi. Also, dass sie ein bisschen nicht nur verlängert wurde, sondern auch früher anfängt. Meine Fresse. Guck, da hat er jetzt gerade komplett, ich habe nicht gebremst, gar nicht. Junge, 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 Junge. Ich hoffe einfach nur, dass ich das hier halbwegs schaffe, ey. Da hat er mir jetzt gerade wieder reingeregelt, was ich nicht so cool fand, weil er mich da übel ausgebremst hat. Was ich gar nicht mal so geil fand. Aber was will man machen, ne? Meine Mutti ruft mich gerade an. Ich muss kurz auf Start gehen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Nein. X ist hier jetzt zurück und nicht A. Nicht B. A ist logischerweise nicht zurück. Das ist auch verwirrend bei diesem Controller. Ich habe gestern, ja, bremst er einfach noch. Ich habe gestern noch ein bisschen, Dead Cells gespielt. Und da ist die Steuerung halt für den Controller richtig. Übel verwirrend, wenn man die ganze Zeit Need for Speed Pro Street spielt, wo man auf B annimmt, auf A ist irgendwas anderes, auf X ist zurück. Ganz seltsam. Gut. Das haben wir trotz schwerem Schaden noch mit 491 Punkten gekriegt. Was? Bitte? Aber trotzdem haben wir richtig wenig Punkte, weil wir nur minus 34 Sekunden haben. Also manchmal ist das Spiel random. Gut. Wir haben alles geschafft. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Achso, warte mal, wir können jetzt mal kurz hier Renntag verlassen. Wir machen als nächstes natürlich... Haben wir das gerade nicht dominiert? Hast du es gerade richtig gesehen? Er ist nicht dominiert. Scheiße, das muss ich nochmal machen. Ja, beim nächsten Mal gibt es dann das hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.